Hallo bei der Volksbank Darmstadt Südhessen. Heute geht es um die Sterne des Sports, um genau zu sein, um die Verleihung des großen Sterns des Sports in Bronze. Neben mir sitzt ein Herr. Er ist der Abteilungsleiter Tischtennis bei der TSV Amicizia 1906/09 Viernheim. Elmar Gräfen, hallo. Was macht dein Verein? Ja, wir sind ein Mehrspartenverein. Also wir haben 2.500 Mitglieder. Also ist auch in Viernheim der größte Verein. Und neben Fußball, Handball, Basketball, Leichtathletik, Turnen gibt es auch Tischtennis und auch eine Behindertenabteilung. Mit welchem Projekt habt ihr euch jetzt bei den Sternen des Sports beworben? Wir haben uns mit dem Projekt beworben, dass ein behinderter Jugendlicher bei uns in der ersten jungen Mannschaft Tischtennis spielen kann. Das praktisch sowohl behinderte Sportler als auch unsere gewöhnlichen Jugendlichen gemeinsam am Wettkampf teilnehmen können. Und der Jugendliche selbst ist inzwischen so weit gediehen, dass er im Oktober sogar an einem Weltranglistenturnier im Behindertensportverband mal teilnehmen wird. Und das ist gelebte Inklusion, anders kann man es nicht sagen. Und passt wunderbar zu eurem Namen. Amicizia heißt ja auf Lateinisch die Freundschaft. Dankeschön an Elmar Gräfen vom TSV Amicizia aus Viernheim. Den dritten Platz, den kleinen Stern in Bronze der Volksbank Darmstadt Südhessen, erhält den TSV Amicizia Viernheim mit der Abteilung Tischtennis.